Dampflok für modernen Intercity-Wagen? Gibt's nicht. Gibt's doch. Seit einigen Jahren dampft es in Nordfriesland immer in den Sommerferien. Die Norddeutsche Eisenbahngesellschaft NEG bespannt an mehreren Wochenenden Planzüge zwischen Niebüll und Dagebüll mit Dampf. Die private Bahngesellschaft betreibt den Zubringerverkehr zu den Fähren auf die Inseln Föhr und Amrum auf einer knapp 14 Kilometer langen Bahnstrecke, die in Niebüll von der Marschbahn abzweigt. Und weil hier Kurswagen aus den Intercities nach Sylt befördert werden, kann man dieses skurrile Bild erleben. Im Sommer 2013 war dort ein vierwöchiger Einsatz der schwedischen Dampflok S1916, Baujahr 1952, der Angelner Dampfeisenbahn eingeplant. Als ich aber am 20. Juli in Niebüll eintraf, wurde ich mit einem Aushang überrascht, wonach die frisch hauptuntersuchte Lok an jenem Wochenende wegen eines Defektes gar nicht zum Einsatz käme. Zu meinem Glück wurde sie dann aber im mittäglichen Umlauf doch eingesetzt. Nachdem es bereits auf der Hinfahrt infolge der lang anhaltenden Trockenheit zu Böschungsbränden durch Funkenflug kam, blieb es in diesem Jahr bei diesem einen Umlauf unter Dampf, so dass es für mich bei einigen wenigen eingefangenen Szenen bleiben musste. Thank you.